Hallo Andy, jetzt will ich doch auch so ein kleines EDC-Video für dich machen. Du hast uns anlässlich deines 850 Abonnenten, ja, Giveaways dazu aufgerufen, unser täglichen Krusch zu zeigen, sage ich jetzt mal, und was ich so dabei habe. Noch geschwind ein Wort zu deinem Kanal. Ich kenne deinen Kanal ja auch schon länger, von den England-Fahrten-Videos bis zum legendären Kamerarucksack-Video von dir, von dem du immer sagst, das hätte dir den Push wieder für YouTube gegeben. Ja, bin froh, dass es dir den Push gegeben hat. Ich sehe deinen Kanal auch sehr gerne, auch wenn ich nicht immer kommentiere, aber ja, ich vergesse auch manchmal das positiv den Daumen-Hoch-Button zu klicken, aber sehen wir es nach. Okay, unser EDC. Ja, Autoschlüssel. Ist klar. Haustürschlüssel. Ist auch klar. Dann eigentlich schon seit Jahren dabei, dieses Spyderco Calypso Junior. Wenn es ein bisschen sozialverträglicher sein soll, hier ein Alux, das ist das Farmer. Zurzeit EDC hier meinen neuen Liebling, hier dieses Spyderco Endura mit dem HAP40 Laminatstahl. Hier meine EDC-Uhr. Eine BA1 von Rausch Schweizer Marke. Und hier ein Geldbeutel, stinknormaler Ledergeldbeutel. Wenn ich dir noch, ich sage jetzt mal, meinen Rucksack EDC zeigen darf, hier so eine kleine Tasche von Maxpedition. Hier vorne ist ein Bic-Feuerzeug drinnen. Hier haben wir ein kleines Taschenmesser, ein Klassik von Victorinox. Und hier haben wir ein Victorinox Ecoline. Hier haben wir so ein kleines Multitool in Leatherman und Squirt. Hier haben wir eine Maratec Taschenlampe für den Fall, statistischen Fall, dass in Deutschland einmal pro Jahr der Strom ausfällt, dass da was da wäre. Oder auf Wanderung, wenn ich mal in ein schwarzes Loch falle. Hier habe ich, ein bisschen zynisch bin ich heute, hier haben wir so einen ehemaligen Mentholnasenstift, der ist nur noch die Hülle da, da ist ein bisschen Watte drin, getrennt in Vaseline als Zunder. Hier habe ich dann noch ein kleines Notizbuch, so ein bisschen wasserresistente Blätter. Hier noch ein kleiner Karabiner, falls man die Tasche mal aufhängen muss irgendwo. So, und ich hoffe, man sieht es weiterhin auch. Ein Feuerstahl oder ein Mischmetallstahl mit Anreißer. Hier für alle Fälle, wenn es mal im Garten ein Feuerchen angemacht werden muss oder andere Grillstelle und man hat keinen passenden Zunder, hier ein bisschen Kienspan. Hier ist der Fischerstift oder ein Fischer-Tracker heißt es, glaube ich, für das Notizbuch zum Beschreiben oder zum Schreiben allgemein. Die Mine soll ja auch 30 Jahre heben, wenn ich es denn mal brauche. Hier habe ich noch einen Karabiner. Jo, tun wir das geschwind auf die Seite. Wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin und hier diese Tasche von Maxpedition dabei habe, geht es hier oben auf dem Klettverschluss zum Anbringen mein
kleines Verbandszeug. Ist auch so eine Tasche von Maxpedition. Verbandszeug drin. Wird dann hier so oben drauf geht und dann passt die Sache wieder. Und ganz zum Schluss zeige ich dir noch ein EDC, wo der Name so ein bisschen passt. Mein Everyday Candy. Okay. Das war eine kurze Vorstellung meines EDCs. Und Andi, verbleib bitte mit dem Preis so. Ich möchte den nicht gewinnen, falls ich gewinnen sollte. Sondern mach nach Gutdenken, wie es du dir denkst. Ich danke dir und mach weiter so. Tschö.